Meine erste Unterkunft. Seid ihr zufrieden? GoPro Hyperloop-Aufnahme starten. Das machen wir erst morgen. Kalle, ich habe gehört, du schnarchst. Also das habe ich letztes Jahr gehört. Und wir haben das Pech hier, dass wir alle in einem Raum schlafen, als hätte ich nicht die Woche genug davon gehabt. Schon. Sei mal schnarchig. Doch, du schnarchst, das will ich. Aber ich habe Stöpsel nicht. Die zwei Schlafmützen liegen noch im Bett. Ja, natürlich lasse ich auch hier beim Wandern meine Streak nicht abreißen. Gestern war es ein Halbmarathon und heute mache ich wenigstens 2 Kilometer. Dann geht es nachher schnell unter die Dusche und die Wanderung kann losgehen. Hey liebe Leute, Film läuft! Ja, wir auch! Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir machen heute die nächste Etappe vom Jakobsweg und sind hier in Erfurt. Bis dahin sind wir letztes Jahr gekommen. Jedes Jahr machen wir ein Stückchen, stimmt's? Vor ein paar Jahren in Görlitz an der polnischen Grenze gestartet und dieses Jahr geht's ab Erfurt los. Das Wetter könnte ein bisschen schöner sein, aber das läuft. Ihr habt Bock? Peter, du auch? Natürlich! Ja, immer. Ja, okay. Na dann, wenn ihr wollt, kommt mit! Die komplette Stadt anzugucken. Dafür haben wir leider keine Zeit. Wir wollen ja noch ein paar Kilometer schrubben, aber wir wollen mal zur berühmten Krämerbrücke. Die hat übrigens eine große Rolle in dem Film Das Parfüm. Hey Kalle? Ja. In dem Film Das Parfüm spielte die eine große Rolle. Hey Kalle, erstmal ein Käppchen. Prost. Prost. Ja, wir waren hier gerade ein bisschen ins Gespräch gekommen mit dem Inhaber, glaube ich, von dem schönen Laden hier. Der hat gepfiffen beim Blumen rausstellen, so gut gelaunte Leute zu treffen bei dem Regenwetter. Das macht Spaß. Jetzt kriegt man sogar einen Eierlikör ausgegeben. Thüringer Spezialitäten heißt der Laden, ne? Oder ja. Die Website, ah, hier steht's drauf. Ne, das ist bloß das der Eierlikör. Der Eierlikör. Genau. Thüringer Spezialitäten, also lass mich gucken, habe ich irgendwas? Hier, das musst du filmen. Da! Thüringer Spezialitätenmarkt. Das ist so. Ja. Und jetzt überrannt. Jetzt geht's los. Na dann, vielen lieben Dank. Bitteschön, ne? Jungs, greift zu. Dankeschön. Prost, ja, dass heute die Route nicht zu nass wird, ne? Hm, jawohl, das wird schon. Prost. Gießen wir auch von innen mit drauf. Prost. Ja, nehmt ruhig noch hier ein Prospektchen mit. Der ist hier von Weimar, wir sind auch in Weimar ansässig. Okay. Aber Adresse ist drauf, so könnt ihr mal ins Internet gucken und so. Danke, ne? Nehmen wir gerne mit. Alles klar. Cool, cool. Alles klar. Schön. Ciao. Macht's ciao. Gut. Ciao, ciao. Grüßt du den Jakob unterwegs? Machen wir. Ciao. Tschüss.
Das war tatsächlich die erste Muschel, die wir heute sehen. Wir sind hier ganz schön rumgeirrt, sag ich mal. Aber jetzt sind wir auf dem Weg. Jetzt geht's los. Kalle, du holst so ein Poncho raus. Geht los jetzt. Ja. Mal schauen, ob er passt. Na ja, so ein kleines bisschen Regen zur Abwechslung. Kalle hat uns hier, dass wir im Partnerlook alle losziehen, noch bei Decathlon, in weißer Voraussicht ein paar Ponchos besorgt. Danke, Kalle. Das war clever. Link findet ihr unten im Video. In der Videobeschreibung, genau. Ja, seit ungefähr einer Stunde haben wir die Stadt verlassen und sind hier auf so einem schönen Pfad unterwegs und haben noch keinen anderen Pilgerer getroffen. Wir drei sind die zwei Entchen, die hier unterwegs sind. Wären wir schneller da. So, keine Kneipe weit und breit. Hier, Kalle, deine Kartoffel. Danke. Erdapfel. Schmecken hier. Ja, langsam kommt nämlich der Hunger. Mmh. Schön süß, ja? Einmal frei. Die sind gut. So, nur um mal zu zeigen, bis wohin die Tour heute ging, laufen wir noch mal bis zum Ortseingangsschild. Wir sind in Eisenach! Nee, noch nicht ganz. In Gotha! Yeah. Ich stoße nur mit dir mit dir an. Hey Leute, wir sind hier aus der Kneipe rausgekommen und der Kalle, der hat sich vorhin mit Fingerwund telefoniert. Ich glaube mal so 5 Pensionen angerufen oder so. Ja. Bei der einen aus Versehen zweimal. Ich glaube, die waren nicht so begeistert um die Uhrzeit. Ich hätte nicht sagen dürfen, dass Eri mit dabei ist. Da hätten wir was gekriegt. Nein, wir haben was gekriegt. Wie jetzt? Ich habe angerufen und habe es organisiert. Bis jetzt sind wir zwar noch nicht drin, aber... Nee, in den Pensionen habe ich immer gesagt, wir haben einen Eri mit. Ja, den will keiner haben. Ich weiß. Ein Zimmer mehr. Alle nett zueinander heute. Ja. Fakt ist, wir haben was. Wir müssen halt jetzt noch so 30 Minuten ungefähr laufen bis dahin. Und dann gucken wir mal, da haben wir eine Unterkunft für morgen mit 2 Betten und ein Sofa war noch frei. Ohne Frühstück. Ja, mal schauen. Selbst ist der Mann hier, weil das so spontan war, ist hier noch nichts bezogen. Aber wir sind ja froh, dass wir hier pennen können. Gut vorgefallen.
Ja, das hier ist dann doch meine optimale Reisegeschwindigkeit. Ich war wieder viel zu fleißig und habe viel zu viel gefilmt. Und da habe ich beschlossen, nicht alles in einen Teil reinzupacken. Ja, der erste Abschnitt von Erfurt bis nach Gotha, das waren so ca. 29 Kilometer. Und wir finden ja jedes Jahr nur 3 bis 4 Tage, in denen wir zusammen den nächsten Abschnitt, die nächste Wanderung auf dem Jakobsweg machen. Und da bleibt viel zu wenig Zeit fürs Städte-Sightseeing. Ja, für Erfurt braucht man alleine einen ganzen Tag. Und genauso wäre das auch für Gotha, um sich dort ein bisschen mehr anzugucken. Ich kann es nur empfehlen, das lohnt sich. Ja, ich danke euch fürs Zugucken, seid gespannt, wie es weitergeht. Und macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.